Zwei schöne Stadttauben laufen hier rum. Aber das ist eine Stadt, wohl nicht anders zu erwarten. Hier in Gelsenkirchen. Stadt der tausend Feuer. Ne? Ein Stammgäste bei dir, wa? Ja, die musst du einkreuzen, Stefan. Ja, hier bin ich in Gelsenkirchen beim Scherwan, Autohaus Scherwan. Er hat ja, nachdem er da an dem alten Standort mit der Taubenhaltung nicht mehr ideal war, hat er den Umzug gewagt und ist nach Gelsenkirchen gezogen. Ja. Geht alles. Ja, wir warten heute hier auf. Heute ist der fünfte Preisflug der RV Oberhausen Waldstrecke. Und von Sens 460 Kilometer. Das Wetter ist ja gut, würde ich sagen. Typisch Gelsenkirchen hier. Meinst du? Hier ist die Schule. Wie heißt die Schule? Aha, ja. Moderne Schule. Er sagt oben auf dem Haus, ja, Häuser sind hier genug, ne? Wo ist er? Schon zwei, wa? Komm, komm, komm. Der erste beim Scherwan. Von Sens, 460 Kilometer. Weitstrecke, ne, Scherwan? Kennst du die Taube, woraus sie ist? Ja. Woraus? Das sind, wo ich damals da gezogen bin. Von der Dings, dieser. Von Kohl, was du mir gegeben hast. Von mir? Ja. Von? Ein weibliches. Den hast du selber gezüchtet an die alte Anlage, an die erste. Der nächste. Komm, komm, komm. Jetzt kommt der nächste. War ein Scheck, glaube ich.
Wo ist der raus? Ich muss nur noch. Ich glaube, es ist von Iki. Iki. Schön. Iki ist wie Durst. Bis jetzt einmal Jan Polder Zwidurski und jetzt Iki Zwidurski. Der Jan Polder, der ist von mir. Ja, hier haben wir beim Scherwan noch einen jungen Mann. Ich bin der Achim. Wie? Achmed. Achmed. Ja, heißt jeder Dritte, wa? Ja. Achmed. Achim, ja, ist auch so was Ähnliches. Und du hilfst hier beim Scherwan immer die Tauben verpflegen. Genau. Ist die rechte Hand vom Scherwan. Und nee, hast du früher schon mal Tauben gehabt? Ja. Wo kommst du her? Also, wo ist dein Ursprung? Wo? Aus Syrien. Syrien. Und ja, da sind auch im arabischen Raum sehr viele Tauben. Ne? Durch den Scherwan bin ich ja auch bei Facebook jetzt immer, gucke ich in arabischen Länder und verstehe zwar nichts, mit Übersetzer gucke ich schon mal so. Ne? Und ich habe eine eigene Gruppe, die nennt sich Brieftauben Ruhrgebietsspieler. Da habe ich jetzt sehr, sehr viele Gruppenmitglieder aus dem arabischen Raum, über die Filme und über den Scherwan hier. Ja, und du wohnst jetzt hier in Gelsenkirchen? Genau. Und hast hier, willst du hier einen Taubenschlauch bauen? Also ich habe am Anfang so einen kleinen angefangen. Aha. Da hatte ich noch nur 4 Tauben, also 2 Paare. Aber mit der Zeit sind ein bisschen mehr geworden, deswegen brauchen wir einen größeren Raum. Größeren Taubenschlauch. Ja, aber das habe ich vor circa einer Woche angefangen zu bauen. Ah, du hast schon Tauben? Ja. Okay. Hast du ein Bild auf dem Handy oder was? Ich weiß nicht. Mal ruhig langsam. Klaut die keiner was. Im Tauben und 2 auch mal. Aha. Was sind da, Tackler? Ja, genau. Spielt. Ja, ja. Ich habe auch noch so ein paar Tauben von dieser Sorte, die könnte ich dir geben. Aber die willst du ja gar nicht, ne? Doch, ja? Kann ich annehmen. Ja, mal gucken. Ich kann die Lemmy nie mehr gebrauchen. Die habe ich mal irgendwann eingesammelt und dann habe ich da gekreuzt mit Brieftauben. Ja, schön. Ja, guck an. Und von deinem Taubenschlag hast du kein Bild? Nein, von mir da ist noch kein. Kommt jetzt einer, Stefan? Nee, dachte ich, ja. Irgendeiner ist jetzt hier gerade. Ja, und also mit Brieftauben hast du nichts am Hut? Jetzt noch nicht, weil ich also zu wenig Erfahrung damit. Ja, Erfahrung einfach braucht man nicht haben. Nein, doch. Ach, boah, ist Quatsch. Du musst Liebe zum Tier musst du haben. Und alles andere kommt von alleine. So wie du deine Tackler versorgst, so tust du auch. Wenn du siehst, ob der Taube krank oder gesund ist, dann ist schon mal... mehr brauchst du nicht. Ja. Ja, oder so. Ich habe jetzt Hochflieger mit Figurita gekreuzt. Hast du gesehen? Komm? Nee, den Stadttauben. Auch einer könnte... Oder? Nee, doch nicht. Das ist halt die Schitte hier bei den Stadttauben. Ja, ist das schon mal, erstmal ist das schon mal schön, dass du Interesse hast. Und wo, da, wo du wohnst, macht dir keiner Ärger? Nein. Also die, genau das Gegenteil, die Freunde sind auch, die kommen mal abends, setzen sich zu den Tauben, machen manchmal Bilder mit den Tauben. Ja. Und Freunde, wie alt bist du? 17. Und Freunde von dir haben auch schon Spaß an Tauben oder so? Also manche. Manche. Ja, manche nicht. Manche denken sich so wie Stadttauben, die haben Krankheiten. Ja, sind bekloppt. Ja. Ja, die haben zu wenig Erfahrung, kaum zu ihnen sagen. Ja, genau. Ja, das freut mich, Achmed. Wenn wir dir mal helfen können, oder wenn du irgendwas mal brauchst, du hast ja meinen YouTube-Kanal, dann schreibst du was, schreibst du Hilfe ganz groß drunter, Hilfe aus Gelsenkirchen. Und dann komme ich. Aber wenn der Scherwan, der hilft dir auch. Ja, wenn der Tauben, wie gesagt, Tauben brauchst, dann gucke ich mal. Ich habe jetzt vielleicht auch demnächst ein paar Figurita über. Die habe ich ja jetzt, hast du gesehen, die Kreuzung?
ich habe nur die Hochflieger gesehen. Den geht's mit dem Weißen, mit die Latschen. Ja, genau. Ja, da ist ja jetzt die erste Kreuzung. Einer fliegt schon super. Ja. Vom ersten. Der hat hier so ein kleines, der hat keine Latschen gekriegt, sondern der hat hier so ein Sträußchen bekommen. Ja. Der fliegt schon gut. Ich will die ja auch im Freiflug haben. Ne? Ja, finde ich ja toll. Und der Sherman sagte mir vorhin, dass du immer die Videos guckst. Ja, gestern habe ich noch ein Video von dem Mintop gesehen. Und sehen gut aus, ne? Ja. Viele Kommentare habe ich gekriegt, ich staune. Ne, aber gut. Ja, Sherwan gibt ja auch seinen Tauben, nichts hat er mir gerade erzählt. Ne? So ein bisschen Dattelsaft. Dattel, Dattel, Dattel. Nur wenn sie von Tour kommen. Ja, und Elektrolyte kriegen sie, wenn sie von der Tour kommen. Und ansonsten hat der Sherwan bei der Weitstrecke, möchte er die Tauben so natürlich haben wie nur möglich. Sherman, du warst ja in Holland bei unserem Freund, den Alp, ja. Peters. Hast dich ja mit ihm ausführlich. Ja, wir haben unterhalten. Ne? Du warst auch schon öfters da, ne? Ja, kann man recht. Ist ein gutes Verhältnis zu ihm, ne? Ja. Ja. So, schön, freut mich auch. Und kannst du was von lernen, ne? Kann man viel von ihm lernen. Jetzt mal, sprich mal ruhig lauter. Du bist ja, wir haben es ja da in Gelsenkirchen-Ueckendorf kennengelernt. Ja. Die Geschichte kennt ja schon jeder. Und dort an dem Standort war ja auch ganz gut. Ich konnte auch dann extra, konnte dann öfters kommen mal, weil das ja nur ein paar hundert Meter war. Gut, jetzt ist es so gekommen, dass die Nachbarn da nicht mitgespielt haben. Und du dann alle da verkauft hast. Und die hier glücklicherweise mitten im Herzen vom Ruhrgebiet ein Haus gekauft hast mit einem großen Grundstück und eben diese Garagen umfunktioniert hast zum Taubenschlag. Und so wie ich das hier sehe, die Schule und so weiter rundherum, da kannst du eigentlich gar keinen stören. Ihr seid sehr ruhig, die Tauben hört man auch nicht so und sie fliegen ja sowieso sehr viel Stadttauben hier rum. Ja, können die anderen ja gar nicht unterscheiden, die keine Ahnung haben. Ne? Ja, meine Frage ist jetzt, das war natürlich, sagen wir mal, ein bisschen enttäuschend in Deutschland, dass viele Leute im Taubensport ja nicht mehr so positiv eingestellt waren. Früher, sagen wir mal, wenn du jetzt hier gesessen hättest oder durch die Straße gewesen wärst, wäre jedes fünfte Haus wäre oben ein Ausflug gewesen für Tauben. Und dann haben die sonntags auf der Straße gestanden und auf dem Bürgersteig in Gruppen und haben die Tauben. Und dann war ja, alle 100 Meter war ja eine Wirtschaft. Und da ist wieder einer gekommen. Schau mal, wo kommt der her? Auch schöne Tierchen. Sieht auch gut aus. Ring. Ja, die dritte Taube ist jetzt gerade gekommen. Haben wir ein bisschen unterbrochen. Ja, wir waren stehen geblieben bei dem Negativen da und Dings. Und jetzt habe ich mal eine Frage. Wie hat sich denn jetzt bei dir so herauskristallisiert, der Taubensport? Jetzt hast du ja hier schon einen Einblick. Hast ja auch schon allerhand Bekannte hier bekommen. Jo. Freunde wahrscheinlich schon, auch aus der Taubenszene. Von, ganz viele. Da hast du reichlich wohl kennengelernt mittlerweile, ne? Ganz viele. Aber sagen wir mal, für das Programm, da interessiert es dich immer noch nicht. Nein, nur weißt du. Bleibst du ja treu. Ja. Und ja, kannst du sonst noch irgendwas sagen? Sag mal, hast du irgendwie im Gegensatz zum, sagen wir mal, im Iran ist ja momentan. Im Irak. Richtig, Irak. Im ja. Irak ist ja momentan eine Explosion, weil ich da mitkriege, auch im Internet und so weiter. Da geht ja die Post ab, ne? Genau. Aber was sie normalerweise spielen die da mehr Vitesse? Weil die alle hier, die Burgtauben und so weiter, sind da Tauben, die nicht, sagen wir mal, ziemlich weit
oder? Oder schicken die auch die Tauben 500 Kilometer? Oder? Die schicken, also kommt ruhig drauf an, da sind ganz viele Vereine, Taubenvereine. Gibt es auch mittlere Strecke, Weichstrecke, also okay, genau also, wie in Deutschland. Ja? Ja. Damals gab es nicht so viel, gab es ein, zwei Vereine. Ja, 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 da keiner gewusst, was los war. Gibt es ganz, ganz viele Taubenzüchter da. Und halt schicken von 180, 170 bis 850 Kilometer. Ja, also gefragt sind ja die Tauben hier von Hermann Keusters. Ganz viel, ja. Dann die Burgtauben da. Kittel, ne? Kittel ist klar. Ne? Ich meine, ich sehe auch immer wieder Leute, die Janaden suchen. Ne? Janaden, ja. Da sind bestimmte Leute, machen die nur Weichstrecke. Aber Weichstrecke bei uns ist nicht viel gefragt. Kommt drauf an, wo man sitzt, in Irak. Ne? Ja. Und Ausland bringen wie hier in Europa ist nicht möglich. Kann man nicht zum Beispiel von der Grenze raus. Ja? Weil man Mitte Irak lebt, da kannst du keine Weichstrecke spielen. Ja? Okay. Von Grenze zu dir ist immer 400, 500 Kilometer mehr. Ja, 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 ja. Deswegen ja. Kaufen die überwiegend diese Tauben auch genau. In Belgien. Ne? Ja. Mittlerweile hier bei einigen Züchtern in Deutschland. Und der Maher, der ist ja überall, kauft ja. Der rum. Alles gut, er bringt gute Tauben nach Irak, der hat viel getan für Taubensport in Irak, ganz, ganz viel. Da war vor kurzem irgendwie so eine Aktion Sorgenkind, sag ich mal, so wie hier in Deutschland früher. Und da hat er wohl auch Tauben besorgt, die wurden dann versteigert und für einen guten Zweck, das Geld. Ne? Genau. Habe ich so rauslesen ja. Können. Ja, der hat Taubengutscheine gesammelt und die wurden dann da... In Irak, die Tauben werden versteigert. Für gute Zwecke. Die eine Gruppe hat ja über 100.000 Mitglieder. Ja. Wahnsinn. Ja, Sajid, wie Sajid. Mara ist großer Mann da. Ist ja. Mara hat ganz viel getan für irakische Brieftauben. Er hat ganz viel Tauben noch verschenkt. Ehrlich. Der hat zum Beispiel... Der ist immer am Lachen. Ich habe nicht einmal gesehen, dass der... Er hat ganz viele Tauben gekauft, also teuer auch gekauft, bei sich gepaart. Wo im Sommer bei uns findet keine Transport statt, ja? Ja, ja. Und daraus gezogen und hat der Leute verschenkt einfach, die Leute, das kein Geld haben. Ja. Ja. Also sehr viel für den Irak, also für das, der hat praktisch das Niveau gehoben der Tauben im Irak, dass dort bessere Tauben ja. Sind, als sich der Normalsterbliche leisten kann. Ihr schickt auch keine schlechten Tauben. Wenn zum Beispiel Tauben, ihr kriegt Geschenk auch ohne Herkunft, Auskunft von Tauben, ja, dann schickt er auch. Schickt wirklich nur was Gutes. Naja, das habe ich schon so ein bisschen mitgekriegt. Ja, ist doch schön. Ja. Ja. So viele Tauben ist in Irak. Unglaublich. Und wie gefällt dir jetzt das Chicken so? Das macht Spaß. Also Tauben zu raten. Ja. Hast du denn vor, jetzt sagen wir mal, jetzt kommen ja demnächst Flüge für die Jährigen. Du hast ja jetzt nur Jährige. Ja. Wolltest du jetzt auch schon mal, sagen wir, auf 700 oder 800 Kilometer ja. Schicken? Ja. Mhm. Na gut, zwei Flüge, ne? Sollten die machen, mitmachen. Ja. Jetzt sag mal, du bist angefangen mit Wiffel? Dieses Jahr hier bei der ersten Preistour? 15 Tauben im Schnitt, ja. 15, davon waren drei Mittelstreckentauben, ne? Genau. Der weiße ist eine Mittelstreckentaube, dann ein Zuflug war von dieser, ja. Dann noch einer von vier von ja. Vorne, ne? Ja. Und zwei sind hier hängen geblieben? Zwei sind hängen geblieben. Eine Weitstreckentaube? Und eine Mittelstreckentaube. Ja, das ist ja wohl eine gute Bilanz. Und jetzt müssen wir heute noch abwarten. Scheint wohl doch nicht so einfach zu sein. Drei sind erst da. Ist dann wieder eine große Pause. Eine Frage mal, wie bereitest du deine Tauben? Tust du jetzt ja Nest oder Wiefer oder wie? Nee. Oder einfach nur so? Nein, nein, die sind getrennt von den Weißen, ja. Also Wiedwand, sozusagen. Ja. Kann man gleich auf und auf machen. Ja, ja, ja. Da kannst du erzählen. Gut. Ahmed, dir wünsche ich, dass du auch noch ein Taubenzüchter wirst, Brieftaubenzüchter wirst. Ne? Bald, ne? Du kannst dann für uns weitermachen. Also für mich, ich bin ja schon auf dem absteigenden Ast, sozusagen. Dann ist das gut, wenn das hier so weitergeht. Ja, dann machen wir erstmal hier einen Cut. Ja, hier sind wir ja in dem Schlag. Von den Scheiben aus Peter Abs. Wo? Abs, Peter, aus Holland. Ab Peter. Ja, Zöldehem. Ja,
die lasse ich immer beim Vogel von der Reise zurückbringen. Ja? Ach so, als Empfang. Genau. Hier ist Weibchen. Also Reiseweibchen kommen die hier hin. Ja? Nicht viele, aber... Das ist ja egal, Gemma. Das ist alles überschaubar. So ist das super. Da ist was auf der Erde gefahren. Oh, von Lampe. Also. Hier sind meine Zuchtweibchen. Nummer 100, aber sitzt auch da. Da ist Nummer 100. Aha. Ja, der 100 ist aus meinem alten Zuchtpaar. Da waren ja schon mal gute gekommen. Michael Basan hat da einen super Flieger gehabt. Und ja. Hier ist Vogel gedacht. Ne? Hier ist der Vögel. Ja, da ist gekommen. Hier ist eine Weibchen, ist auch gekommen. Ja. Das ist die Täube, ne, aus Heidelberg. Die rote da oben? Genau, das ist die Mutter von der... Die im Herbst so gut geflogen hat. Genau, ja. Ja, das war eine klasse Taube. Die gefiel mir super. Vor allen Dingen den harten Flug da mit Wurmtal oder wie das da hieß, wo wir da waren. Der ist ja auch von heute. Jo, Weibchen. Mhm. Und hier sind Jungtauben, ja? Ja. Wo die Reise gedacht. Schön. Oh, die sitzen ja klasse. Mhm. So, der ist, was ich dir gesagt habe, ist ausgetauben. Das ist krank. Aber aber wird wieder. Ja. Jetzt ist es besser. Vorhin konnte nicht laufen, jetzt läuft er wieder. Okay. Mhm. Klasse, Schermann. Wunderschöner Jungtaubenschlag. Und da hinten ist... Da ist ja schon einige richtig, die roten, die sind aber schon älter, ne? Die sind... Ganz früh gewesen. Hast du ja noch welche von der ersten Zucht? Ja. Die sind viele, viele weggekommen, ne? Durch die Raubvögel und so, ne? Ja. Ja. Und da ist alles nur Weitstrecke. Das sind alles nur Weichstrecke, ein paar sind geschenkt von Peter, aber nicht viele, ne? Ja. Das sind von seine gute Tauben, ne? Ja. Okay, da hinten brauchen wir nicht ihn, oder? Kann man von einer Seite auch sehen, ja. Okay. Super. Schöne rote da. Alles überschaubar, Sherwin. Hast du wirklich klasse gemacht. Na, der vierte. Was war das denn für einer? Schönen Boden.